So, hoffentlich alle gut zurückgekommen von der Mittagspause. Zum ersten Vortrag am Nachmittag, am Samstag. Mein Thema ist, wie sichere ich Repositories ab und mit GPG-Keys und wie greife ich darauf zu, wenn sie zum Beispiel abgesichert sind, durch SSL. Das Ganze im Kontext von Formen und Kartellung. Mein Name ist Bernhard Suttner. Ich arbeite für die ATIX AG in München. Die ATIX AG ist im Bereich Linux und Open Source zu Hause. Es dreht sich alles um das Rechenzentrum und um die Automatisierung. Das heißt, wir haben die Bereiche Formen, Catello und OpenShift, Docker, Kubernetes, Puppet, Ansible, alles rund ums Thema Automatisierung. Wir sind in drei Bereiche unterteilt. Einmal Consulting, sprich direkt beim Kunden vor Ort, die Systeme in Betrieb nehmen, Probleme beheben und so weiter. Dann Engineering, Softwareentwicklung, da im Bereich Formen und Catello, erzähle ich danach noch ein bisschen was. Und Support, eine kleine Support-Abteilung, die sich hauptsächlich dann ums Thema Ocarino kümmert. Zusätzlich dazu haben wir noch ein eigenes Trainingscenter, wo wir Schulungen anbieten, Puppet-Schulungen, die verschiedenen Level, die es von Puppet gibt, und Ansible-Schulung und natürlich auch eine Schulung für Ocarino. Ja. Dieses gute alte Bild kennt ihr vielleicht alle, das gute alte Rechenzentrum. Es wird immer komplexer, es werden immer mehr Server kommen dazu. Alle Server wollen irgendwie konfiguriert werden, provisioniert werden. Und die Server sind jetzt nicht nur physisch, sondern natürlich auch virtualisiert und innerhalb einer Cloud. Und dazu braucht man entsprechende Tools, damit man die schiere große Anzahl an Server immer weiter handhaben kann. Gut, was sind jetzt? Ich glaube, jetzt ist das Mikro ausgefallen. Okay. Was sind jetzt so die typischen Tätigkeiten von einem Admin? Der Admin kümmert sich darum, erstmal die Server zu provisionieren, entweder die Hardware bereitzustellen und dann die Software zu installieren, zum Beispiel auf einer virtuellen Umgebung, innerhalb von Amazon Cloud oder Google Cloud oder was es alles gibt, das Betriebssystem zu installieren, die benötigte Software zu installieren, die Konfiguration durchzuführen, das ganze System zu dokumentieren, zu patchen, Bugfixes bereitzustellen, das Monitoring des Systems zu machen und am Schluss, wenn es darum geht, den Server abzureißen, entweder Hardware ausbauen oder auch die virtuelle System ausbauen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten und mit Formen und Catello kann man das alles innerhalb von einem Tool machen und muss nicht verschiedene Tools verwenden. Formen und Catello möchte ich auch zuerst ein paar Sachen Basics erzählen, wo man Formen und Catello alles einsetzen kann, was Formen und Catello bietet. Und danach möchte ich auf die Ziele eingehen. Wie kann ich es schaffen, dass meine RPM-Pakete, die ich habe, nicht manipuliert werden und sicher beim Zielsystem ankommen? Das gleiche dann auch für Debian. Und wie kann ich mein SSL, abgesichertes Repository, mit Formen und Catello, ansteuern, sodass ich auch dort die Systeme oder die Pakete bekomme? Formen und Catello, im Endeffekt ist es Formen und Formen ist eine große Plattform. Und dieses Formen ist ein komplettes Lifecycle-Management-Tool. Und wie ich gesagt habe, es ist eine große Plattform. Es beinhaltet auch andere Komponenten und es kann durch Plugins erweitert werden.
Zum Beispiel gibt es da das Catello-Plugin, über das ich hauptsächlich jetzt heute in dem Vortrag reden möchte. Auch Catello ist wieder zusammengesetzt aus verschiedenen Bestandteilen wie Candlepin und Pulp. Candlepin ist dabei das Subscription Management, sprich welche Software bekommt welcher Server. Und Pulp, dabei geht es darum, dass ich den Inhalt kontrolliere. Das heißt, welche Softwarepakete kann ich dann verteilen auf die jeweiligen Server. Pulp bietet auch wieder Plugins an. Zum Beispiel gibt es ein Plugin für Debian-Pakete, es gibt ein Plugin für RPM-Pakete, es gibt Plugins für einfach nur Dateien, um die auszuliefern und zu organisieren. Und in Pulp 3, was jetzt gerade Entwicklung ist zum Beispiel, gibt es auch Plugins für Ansible-Module oder für Ruby-Pakete. Damit man das Ganze nicht nur von einer grafischen Oberfläche bedienen kann, gibt es auch eine CLI, nennt sich Hammer CLI. Ich würde mal sagen, so 90% von der ganzen Oberfläche kann ich auch mit der Hammer CLI ansteuern. Die Hammer CLI benutzt dann am Schluss ein REST-Interface und darüber kann ich entweder direkt Befehle ausführen, aber ich kann natürlich diese Hammer CLI-Kommandos auch entsprechend in einem Skript verpacken. Mal zu den Features von Formen. Wie bereits gesagt, es bildet den ganzen Lifecycle von einem Server ab. Das ist auch jetzt hier grafisch mal dargestellt. Sprich, ich kann den Server erstmal ausrollen. Wo möchte ich ihn ausrollen? Entweder auf einer physischen Hardwarebox oder vielleicht in der Cloud oder auf meiner VMware oder auf KVM oder auf OWIRT. Da gibt es verschiedene Plugins, die man da benutzen kann. Danach, wenn der Server installiert ist, wie gesagt, die Paketinstallation und dann die Pakete nicht nur installieren, sondern auch konfigurieren. Puppet war der Start von Formen. Das funktioniert natürlich. Danach kam, glaube ich, Ansible und Chef und SaltStack. Kann alles innerhalb von Formen, Catello, Formen benutzt werden. Und darüber kann der Server konfiguriert werden. Wenn der Server dann soweit steht und verwendet wird, dann möchte ich natürlich auch sicherstellen, dass der Server soweit abgesichert ist. Das heißt, wenn irgendein Paket auf meinem Server unsicher ist, dann möchte ich das erfahren. Ich möchte wissen, wenn irgendein Security-Patch verfügbar ist für irgendein Paket und ich möchte dieses Paket auswählen, kontrolliert auswählen, nicht, dass er einfach das ganze System updatet, sondern ich möchte ein spezifisches Paket updaten. Und zwar genau dieses eine Sicherheitsloch möchte ich stopfen. Das geht eben auch mit dem Plugin Catello dann. Mit Formen kann ich dann eben den Lifecycle abbilden und ich habe in meinem Rechenzentrum eventuell nicht nur eine Production, was vielleicht ein bisschen problematisch ist, wenn ich irgendwas dann ausprobieren möchte, sondern ich habe eine Entwicklung und ich habe einen Test und ich habe eine Production. Erst rolle ich meine Server in der Development aus, probiere diese neuen Softwarepakete, ob die in dem Development-Bereich alle funktionieren. Wenn das toll ist, dann gehe ich über in den Test, sitzen vielleicht andere Kollegen, probieren die neuen Softwarekomponenten aus, schauen, ob das alles funktioniert. Wenn das alles toll ist, gehe ich weiter auf Production. Die einzelnen Umgebungen kann ich natürlich dann auch in unterschiedlichen Installationsorten laufen lassen. Ich kann sagen, Development lasse ich in der Amazon Cloud laufen und die Test und Production habe ich brav in meiner eigenen virtuellen VMware-Lösung. So, wie schaut jetzt Formen so aus? Das ist so die aktuellere Version, Formen 1.18 würde ich sagen. Auch schon mit Vertical Navigation, das heißt auf der linken Seite des Menüs. Es werden noch Screenshots kommen. Es sind von einer älteren Version von Formen. Da ist die Navigationsleiste noch oben. Mal rein Interesse halber, wer von Ihnen hat denn schon mit Formen zu tun? Okay, akzeptiert.
Super. Gut. Genau, dann kennt ihr vielleicht schon die Oberfläche. Man sieht halt gleich am Anfang auf einen Blick, was ist so, wie ist mein Zustand meines Rechenzentrums. Ich sehe, welche Systeme müssen eventuell geupdatet werden, welche Systeme befinden sich im guten Zustand. Ich sehe die aktuellen Reports, die entweder über Puppet oder über Ansible kommen. Und ich habe sofort alles im Blick, was da ist, weil ich alles von Provisionierung über Konfiguration bis Patching in einer Oberfläche habe. So, soweit zu Formen. Catello ist nur ein Plugin. Und deswegen ist es im Endeffekt, schaut es genauso aus. Hier die Seite von Errata. Das heißt, da geht es wirklich darum, welche Security-Probleme gibt es und wie kann ich die Security-Probleme beheben. Und die werden in einer Liste dargestellt und er zeigt auch an, welche Hosts davon betroffen sind. Ich kann dann entsprechend die Errata auswählen und kann das Ganze dann installieren. Catello kann noch viel, viel mehr. Das kann, die Frage war, was für welche Pakete oder für welche Systeme kann Catello das? Aktuell für RPM-basierte Systeme, ich glaube, Red Hat liefert Errata-Informationen nur für Red Hat. Für die EPL-Repository gibt es auch die Errata-Informationen. Wir von der ATX AG, wir sind gerade dabei, dass wir den Debian-Support hinzufügen. Also wir wollen, dass wir auch Errata-Informationen für Debian anzeigen können. Kommt hoffentlich bald. Und dann können wir auch Debian und Ubuntu schön überwachen, welche Security-Fixes sind für meine Systeme verfügbar und dass ich die dann auch installieren kann. Gut, ein paar weitere Bestandteile von Catello. Ich kann mit Catello Repositories verwalten. Ich kann sagen, welches Repository ziehe ich mir aus einer HTTP-Quelle oder FTP-Quelle, ziehe ich mir in den Formen Catello rein. Und wie verpacke ich das Ganze dann, um auf dem Zielhost zu installieren? Ich kann aus einem bestimmten Softwarestand dann eine Version bilden und kann sagen, meine Software, meine RPM-Pakete zusammen mit meinen Puppet-Modulen packe ich in eine Version zusammen, damit ich sicher bin, dass die Puppet-Module auch funktionieren mit den Paketen, die ich habe. Und kann es dann auch durch die einzelnen Lifecycles durchtreiben, also von Dev zu Test zu Production. Gut, ich kann, wie gesagt, diese Errata-Informationen anzeigen lassen und installieren. Es gibt entsprechende Sync-Pläne, weil ich muss ja schauen, dass die RPM-Pakete, die ich habe, immer wieder von Upstream runtergeladen werden, also von dem Debian-Mirror oder Red Hat-Mirror oder was auch immer, dass ich die immer wieder runterlade, damit ich dann auch die Errata-Information bekomme. Und dann später die Errata-Information oder die Security Fixes anwenden kann. Subscription Handling kann ich durch Candle oder wird durch CandlePin abgebildet. Ich habe auch die Möglichkeit, dass ich das Red Hat Subscription Manifest einspiele und darüber bekomme ich sofort eine Liste von Produkten, die ich sozusagen gekauft habe von Red Hat und die ich dann installieren kann. Das Schöne ist halt, über Formen Catello, ich habe alles in einer Oberfläche. Ich brauche nicht noch eine zweite oder dritte Software. Gut, wir gehen näher in Richtung Repository. Eine Grafik, um mal zu zeigen, wie das ausschaut, wenn ich die Software verteilen möchte. Und zwar, normalerweise arbeitet man damit mit einem Activation Key. Und diesen Activation Key, den benutze ich auf dem Zielsystem und darüber ist dann klar, welche Software bekommt dieser Zielrechner. Der bekommt einen bestimmten Content View und bekommt bestimmte Produkte, zum Beispiel einen Red Hat Server oder ein oder EPL, das EPL Repository.
Und damit kann ich das zusammen betrachten und zu dem Client bringen. So, wie sichere ich das jetzt alles ab? Mal einen Vergleich zwischen RPM-basierten System und Debian-basierten System, wie das mit den GPG-Schlüsseln normalerweise gemacht wird. Und zwar bei Red Hat habe ich die Metadaten, das ist hier so da oben dargestellt. Die Metadaten sind bei Red Hat nicht mit einem GPG-Schlüssel versehen, sondern nur die jeweiligen RPM-Pakete. Die werden signiert, sodass ich weiß, dieses RPM-Paket kommt von Red Hat oder kommt von Oracle oder von wo auch immer. Bei Debian funktioniert es genau andersherum. Die signieren die Debian-Pakete nicht selbst, sondern nur die Metadaten. Und die abgesichert wird anders abgesichert am Schluss, weil ich die Metadaten signiere und habe dann aber zusätzlich Hashes von den jeweiligen Paketen. Das heißt, die Hashes stellen dann sicher, dass das Paket auch nicht mehr geändert werden kann. Catello bietet mir die Möglichkeit, dass ich die Yumi-Repository-Metadaten erstelle. Das macht am Schluss Pulp. Und ich kann in einem Yumi-Repository natürlich dann auch die jeweiligen RPM-Pakete ablegen. Was von Catello bereits unterstützt wird, ist, dass ich die GPG-Schlüssel, die ich benötige, in Catello einspielen kann. Und ich kann den Zugriff auf die Repositories einschränken, sodass nur bestimmte Server auf bestimmte Repositories Zugriff haben. Was, wie gesagt, derzeit nicht unterstützt ist, dass das Yum-Repository selbst signiert wird. Von Yum-Seite funktioniert das, aber in Form von Catello wird das nicht gemacht. So, wenn ich jetzt auf meinem Formen Catello bin, dann wird, wie gesagt, die Komponente Pulp verwendet und mit Pulp hole ich mir das Repository und ziehe mir alle Pakete. Die Pakete sind, wie gesagt, signiert. Dann habe ich sie in meinem Formen Catello und ich kann sie auf meinen Linux-Host installieren. Und der Linux-Host fragt dann Formen Catello wieder, welchen GPG-Key soll ich denn verwenden, um zu prüfen, ob die Pakete auch wirklich nicht manipuliert wurden. Und Catello gibt diesen GPG-Key zurück. Yum kann diesen GPG-Key importieren und kann darüber prüfen, passt das Paket oder passt das Paket eben nicht. Die Pakete können, wenn man selbst jetzt ein RPM-Paket baut, können über mehrere Arten signiert werden. Entweder über einen One-Liner, würde ich mal sagen, kann man auch ein bestehendes RPM-Paket mit einem neuen GPG-Key versehen. Oder man setzt in der RPM-Makros direkt, welchen GPG-Key man verwendet. Dann wird das Paket signiert und den Public-Teil von dem GPG-Key spielt man jetzt in Formen Catello ein. Im aktuellen Formen Catello heißt die Seite Content Credentials. In Content Credentials kann man SSL-Zertifikate oder auch GPG-Keys ablegen. Man lädt den GPG-Key hoch. Man bekommt auch am Schluss angezeigt, bei welchen Produkten und bei welchen Repositories wird dieser GPG-Key verwendet. Und dann geht man auf die jeweiligen Produkte oder Repositories und fügt diesen GPG-Key hinzu. Jo. So, jetzt habe ich den GPG-Key im Produkt oder im Repository und damit weiß Catello, dass er, wenn er Zugriff oder wenn ich die Konfiguration auf den Linux-Host bringe, dass ich diesen oder jenen GPG-Key verwenden muss.
Ganz oben sieht man jetzt die Yum-Konfiguration auf einem Linux-Host. Die wird geschrieben durch den Subscription Manager, der über den Activation Key die entsprechende Konfiguration bekommen hat. Und da steht dabei, bitte verwende diesen GPG-Key, wenn du Zugriff, wenn du verifizieren möchtest, ob die Pakete verändert wurden oder nicht. Zusätzlich stehen da auch noch die SSL-Zertifikate dabei, damit dieser Linux-Host überhaupt auf das Repository zugreifen kann. Wenn ich jetzt das erste Mal dieses Repository verwende und ich möchte ein Paket installieren, wird der GPG-Key heruntergeladen und wird in die interne RPM-Datenbank, macht RPM so, eingelesen und wird dann bei jedem weiteren Zugriff einfach nur noch verwendet. Und so kann ich immer prüfen, ist das Paket valide oder wurde es eventuell durch irgendjemanden manipuliert. Genau, so, super toll. Bei RPM funktioniert das alles wunderbar. Wie schaut jetzt der Debian-Weg aus? Weil es gibt ja auch ein paar User, die verwenden nicht Red Hat, CentOS, sondern die verwenden Debian, Ubuntu, Linux Mint, Knoppix, Kali Linux, wer es kennt. Gut, bei Debian, wie gesagt, ist das etwas anders. Es wird nicht das jeweilige Debian-Paket signiert, sondern es werden die Metadaten signiert. Ein Debian-Repository schaut so ungefähr aus. Es gibt einmal ein Dists, das sind die entsprechenden Metadaten, und es gibt dann einmal ein entsprechendes Packages, da sind die ganzen Debian-Pakete drin. Und hier gibt es jetzt eine Datei Release. Und diese Datei Release wird signiert. Und diese Signatur muss geprüft werden. Und innerhalb der Release steht diese Packages-Datei, diese hier. Und da stehen auch wieder die entsprechenden Checksummen drinnen von den Paketen. Das heißt, wenn ich ein Paket ändere, passt die Checksumme nicht mehr. Und dann kann ich wieder feststellen, hat jemand das Paket manipuliert oder nicht. Gut, wie bereits gesagt, einzelne Debian-Pakete könnten eigentlich signiert werden, macht aber bei Debian keiner, sondern nur das Repository selbst. Und man muss die Metadaten prüfen und man muss prüfen, ob die Checksummen irgendwie manipuliert wurden. Das gleiche geht auch für die Debian-Source-Pakete. So, nochmal im Detail. Release und Packages-File. Das in schwarz ist das Release-File. Im Release-File steht die Packages, eben auch mit der Checksumme, die geprüft werden kann. Und in der Packages werden alle Pakete aufgelistet, auch wieder mit Checksumme. Und damit kann ich alles prüfen. Ich muss halt die Release.gpg prüfen, ob die richtig signiert wurde. Bis jetzt hat das Ganze, also Formen und Catello hat seit Formen 1.18, glaube ich, und Catello 3.6 Support für Debian. Es hat auch, kann ich jetzt ehrlich auch sagen, hat auch die Artix AG maßgeblich vorangebracht. Und bis dahin oder bis jetzt kann man Debian-Pakete in Formen Catello reinladen und man kann auch, wenn man sich ein bisschen rumspielt, kann man auch die ganze Prüfungen durchführen. Man muss doch aber relativ viel per Hand machen und irgendwelche Skripte anfassen. Sprich, man muss beim Importer muss man die Pakete oder die Signatur prüfen und dazu muss man erstmal den GPG-Key selbst in den Keyring reinladen und es ist alles viel zu kompliziert und deswegen wir haben uns zum Ziel gemacht, dass wir die Security auch von Debian da so weit verbessern, dass man den GPG-Key, so wie bei RPM auch, ganz einfach in Catello reinlädt und dann die ganze Prüfung automatisch gemacht werden kann.
der Distributor, der am Schluss die Debian-Pakete verteilt zu den jeweiligen Linux-Hosts, der muss auch wieder die Signatur selbst machen und die Signatur oder die Release.gpg oder Release-Datei signieren. Und der Linux-Host auf der anderen Seite muss diese Signatur wieder prüfen. Macht er sowieso, wenn man es nicht explizit ausstellt. Sieht dann so aus. Auf der Seite hat man das Upstream Debian Repository. Wenn man jetzt Pipe sagt, bitte lad mal irgendein Repository runter, wird es eben Pulp gesagt und Pulp lädt dann von Upstream Repository erstmal die Release-Datei runter, prüft dann die Signatur mit der Release.gpg und danach wird die Package-Datei runtergeladen, dann muss man die Prüfsummen checken, dann werden die Pakete runtergeladen und auch hier werden die Prüfsummen wieder geprüft. Und diese ganze Liste an Pakete wandert dann wieder zurück zu Catello und Catello sagt dann, hat alles geklappt oder hat irgendwas nicht so funktioniert. Das Ganze mit GPG wär so toll, wenn man das auch für Geldscheine hätte, weil dann wüsste man solche Blüten vielleicht nicht im Handel haben. Gut. Jetzt haben wir die jeweiligen Pakete signiert und wir wissen, dass sie nicht manipuliert wurden. Jetzt möchte ich aber noch sicherstellen, dass nur bestimmte oder dass ich den Zugriff auf ein Repository einschränke. Und das passiert natürlich über SSL, was bis Catello 3.6, glaube ich, funktioniert hat, war, dass Catello eben geprüft hat, wer hat Zugriff überhaupt auf mein Repository. Dass ich ein Repository, was bereits abgesichert ist über SSL, ansteuern kann und auch von dort die Pakete runterladen kann, hat erstmal nicht funktioniert. Das haben wir dann auch hinzugefügt. Der Zugriff auf ein Repository funktioniert über SSL-Client-Authentifizierung. Dabei wird der SSL-Client oder das SSL-Client-Zertifikat und Key benutzt, um sich zu authentifizieren am Repository. Und das CA-Zertifikat wird genutzt, weil meistens oder oft sind diese Catello-Formen oder Formen-Catello-Installationen nicht im Public Internet, sondern sie haben ein Self-Sign-Zertifikat und ich möchte natürlich sicherstellen, dass ich den richtigen Formen-Catello ansteuere. Deswegen muss man das, hat man auf dem Linux-Host dann auch das CA-Zertifikat, damit ich prüfen kann, ist das der richtige Formen-Catello. Ich glaube, das wird eh schon so gemacht, ja. Kann man die Puppet PKI recyceln, war die Frage. Ich denke, ja, das wird sowieso schon gemacht. Hier war auch noch eine Frage. Ja, das heißt, für die Provisionierung der einzelnen Clients kann ich dann auch SSL zugreifen, ja? Ich meine, dass SSL Verschlüsselt machen. Die Frage war, ob ich bei der Provisionierung die SSL Repositories verwenden kann. Ja. Gut. Hier mal eine Konfiguration auf der rechten Seite, wie bei Apache ein per SSL abgesichertes Repository ausschaut. Normalerweise erstellt man immer diese Repositories mit, bei RPM zum Beispiel, mit Create Repo, macht ein Apache davor und schon hat man Zugriff auf das Repository. Ist natürlich ganz einfach, ganz angenehm. Wenn man es abgesichert haben möchte, kann man es so machen. Das heißt, man gibt entsprechend an das CA-Zertifikat, man gibt an das Zertifikat-Key-File und ein Zertifikat-File und benutzt das SSL-CA-Certificate-File, um das Client-Zertifikat zu signieren. Und damit hat dann nur der Client Zugriff auf das Repository. Und Yum kann natürlich das schon ansteuern. Auf der linken Seite sieht man die Konfiguration, wie es bei Yum aussehen würde. Ich habe einen Linux-Host,
gib da an, welches Zertifikat soll verwendet werden, welche Repository-URL, ob überhaupt SSL verifiziert werden soll. Und wenn ich dann das Repository das erste Mal verwende, greift er eben auf das Repository zu und ich habe Zugriff auf das abgesicherte Repository. Das Ganze wäre natürlich schön, wenn wir das auch in Form in Catello machen könnten. Deswegen haben wir das hinzugefügt, dass ich auch die Zertifikate beim Repository anlegen kann. Hier nochmal ein Bild, wenn ich, ich kann das Ganze natürlich auch per Browser zugreifen auf ein Repository, ein SSL-Zertifikat, abgesichertes Repository, bekomme dann so eine Meldung, welches Zertifikat soll ich denn verwenden, um mich dort zu authentifizieren. Wenn ich das akzeptiere oder wenn ich das entsprechende Zertifikat auch in meinem Firefox abgelegt habe, kann ich darauf zugreifen und sehe dann den Inhalt des Repositories. Bei Catello kann ich das auch mittlerweile ansteuern, indem ich eben die SSL-Zertifikate für den, und zwar das Zertifikat und das Keyfile und das SSL-CA-Zertifikat entsprechend als Content Credential hinterlege. Und dann beim Produkt oder beim Repository ablege. Wenn ich das als Produkt ablege, dann werden diese Zertifikate automatisch verwendet für alle Repositories, die ich diesem Produkt hinzufüge. Oder wenn ich später nachträglich ändere das Zertifikat innerhalb von einem Produkt, werden alle Repositories geupdatet, sodass dieses Zertifikat verwendet wird. So. Wenn ich es dann synchronisiere, das Repository, dann wird Form and Task verwendet. Form and Task steuert am Schluss wieder Pulp an und Pulp zieht am Schluss den ganzen Inhalt. Prüft natürlich auch das CA-Zertifikat, ob das passt. Wenn das nicht passt, meckert er und man bekommt den kompletten Inhalt von dem RPM-Repository in Form in Catello reingeladen. Dazu werden verschiedene Aktionen getriggert. Innerhalb von Form and Task hat man dann auch eine relativ gute Übersicht, was eventuell schiefgelaufen ist. Und kann dann Probleme beheben. Gut, hier noch ein paar Links zu dem ganzen Thema, zu Catello, zur Artix AG, Formen. Wir sind auch unten am Stand Formen, Catello Pulp, wenn es noch weitere Fragen gibt. Das ganze Pulp Project und noch Links zu dem Debian Repository Format. Ansonsten danke ich für Aufmerksamkeit. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, stehe ich jetzt noch zur Verfügung oder dann unten am Stand. Wer mich erreichen möchte, hier noch Kontaktinformationen.